vier Jahre, die geprägt waren von großen Herausforderungen und weitreichenden politischen Weichenstellungen. Die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zieht Bilanz, blickt zurück auf die 18. Legislaturperiode. Die letzten vier Jahre waren außerordentlich erfolgreiche Jahre für unser Land. Wir haben in dieser großen Koalition viel erreicht. Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken, die Renten steigen, die Löhne steigen. Unser Land steht gut da und den allermeisten Menschen geht es gut. Gleich zu Beginn der Legislaturperiode hat Bundeskanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung klar den Weg vorgegeben. Deutschland geht es auf Dauer nur gut, wenn es auch Europa gut geht. Für Europa hat sich die Kanzlerin mit Rückendeckung des deutschen Parlaments immer wieder eingesetzt. Mit viel Verhandlungsgeschick hat Angela Merkel dabei geholfen, die Europäische Union durch Flüchtlings- und Finanzkrise zu navigieren und dabei immer angemessen auf neue Herausforderungen reagiert. Die Bundeskanzlerin ist unbestritten eine der Führungspersönlichkeiten der Weltpolitik. Diese Kraft schöpft sie aber auch daraus, dass die Europäische Union hinter ihr steht und dass das, was man aus Berlin hört in der Außenpolitik, in der Regel auch die Zustimmung der anderen Partner in der Europäischen Union finden kann. Im Nahen Osten wird 2014 der Islamische Staat ausgerufen und überzieht große Gebiete Syriens und des Irak mit Krieg und Terror. Der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder reist sofort in die Region, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Kurz darauf beschließt der Deutsche Bundestag Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga. Der Präsident Barzani hat gesagt zu mir, ich will nicht, dass Ihre Söhne und Töchter bei uns im Irak kämpfen. Aber ich erwarte schon, dass Sie mich in die Lage versetzen, mich auch wehren zu können, wenn IS wieder weiter im Vormarsch ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weitere Höhepunkte der parlamentarischen Arbeit, eine ganze Reihe von hochrangig besetzten Wirtschaftskongressen der Unionsfraktion. Mit der Wirtschaft im Gespräch bleiben, um kluge politische Rahmenbedingungen zu schaffen, das zahlt sich aus. Seit 2005, der Amtsübernahme von Angela Merkel, hat sich die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland nahezu halbiert. Ende 2015, nach anderthalbjähriger Diskussion, beschließt der Bundestag ein Gesetz zur Sterbehilfe. Die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid wird unter Strafe gestellt. Wie bei ethischen Entscheidungen dieser Tragweite üblich, wird nicht entlang von Partei- und Fraktionsgrenzen abgestimmt. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist dadurch entstanden, dass sich Anbieter in Deutschland etablieren, die geschäftsmäßig für Suizidassistenz werben und damit den Suizid fördern. In den darauf folgenden Monaten werden die Ausgaben für Kultur erhöht. Auf Einladung der Unionsfraktion findet ein internationales Parlamentariertreffen zum Schutz der Religionsfreiheit statt. Und das Strafrecht wird in Bezug auf Vergewaltigungen eindeutiger geregelt. Wir haben seit langem gesagt, dass wir die Schutzlücken bei der Vergewaltigung dringend schließen müssen. Nein heißt nein. Eine solide Haushaltspolitik gehört zum Markenkern der CDU-CSU-Fraktion. Nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt, das muss auch für Staaten gelten und ist in Deutschland seit 2014 Realität. Wir gehen davon aus, dass wir auch in der nächsten Legislaturperiode die Haushalte ohne Neuverschuldung fahren können, wenn das der Wille der künftigen Regierung und der künftigen Bundestagsmehrheit ist. Das in der Fraktion wohl meist diskutierte Thema war der Umgang mit der Flüchtlingssituation. Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen ist es gelungen, die Abläufe zu ordnen und die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge zu reduzieren. Hierfür wurden zwei weitreichende Gesetzespakete erlassen und ein Abkommen mit der Türkei getroffen. Zusätzlich hat die Unionsfraktion ein Integrationsgesetz durchgesetzt. Dabei geht es um das Erlernen der Sprache, um das Kennenlernen der Rechtsordnung und der Kultur unseres Landes. Es gibt Integrationskurse für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive. Es gibt Angebote für alle und es gibt auch Sanktionen, wenn diese Angebote nicht genutzt werden.
Bemerkenswert auch die außerplanmäßige Ansprache von Bundestagspräsident Norbert Lammert zum Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Wer dieses Land öffentlich verdächtigt, Nazi-Methoden anzuwenden, wenn seine Behörden und gewählten Repräsentanten im Rahmen unserer Verfassungsordnung handeln, disqualifiziert sich selbst. Am 26. April 2017 veranstaltet die Unionsfraktion den Tag der inneren Sicherheit. Hochrangige Experten diskutieren hier über die wichtigsten sicherheitspolitischen Themen, vom Schutz vor terroristischen Anschlägen, über die Sicherung der digitalen Infrastruktur vor Cyberangriffen bis hin zum Schutz vor Einbrecherbanden. Gerade im Bereich innere Sicherheit hat die Unionsfraktion in den letzten 4 Jahren viel erreicht. So wurden 10.000 neue Planstellen bei den Sicherheitsbehörden des Bundes geschaffen. Islamistische Gefährder können jetzt auch mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden. Und auch Messenger-Dienste wie WhatsApp können mit richterlicher Genehmigung künftig überwacht werden. Wir sind also mit den Ergebnissen in dieser Koalition zufrieden. Aber ich will nicht verhehlen, dass vieles von dem, was wir erreicht haben, unseren sozialdemokratischen Partnern erst aus den Zähnen ziehen mussten. Erfolge gibt es auch beim Thema Wohnungseinbrüche zu verzeichnen. Die auf Betreiben der Unionsfraktion umgesetzten Maßnahmen zeigen Wirkung. Vom staatlichen Zuschuss für bessere Schutzmöglichkeiten an Häusern und Wohnungen, über bessere Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern bis hin zu intelligenten Softwaresystemen, die bei der Polizei etabliert werden. Und wir haben als Union nach langem Widerstand der SPD durchgesetzt, dass der Wohnungseinbruch künftig als Verbrechen mit Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr bestraft wird. Es ist gut, dass die SPD, wenn auch zu spät, hier noch zur Einsicht gekommen ist. Nach der Umsetzung der Mütterrente zu Beginn der Legislatur und einer deutlichen Rentenerhöhung im Sommer 2016 wurde jetzt eine weitere dreistufige Rentenreform verabschiedet. Mit der Stärkung der Betriebsrenten werden insbesondere Geringverdiener besser vor Altersarmut geschützt. Das Rentenniveau im Osten wird bis 2025 vollständig an die Westrente angeglichen. Und wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, erhält künftig eine höhere Rente. Geschichten zählen. Erschütternd war der Kongress Vergewaltigung als Kriegswaffe. Bianca Jagger, Ex-Frau des berühmten Rockmusikers, setzt sich schon lange für dieses Thema ein, denn in nahezu jedem Krieg kommt es zu Massenvergewaltigung. Millions of women who have been raped in conflict, where rape has been used as a weapon of war. Even though now it is a war crime, but it's still we continue to see the rapes. We see the example of the Yazidi women. Kurz vor Ende der Legislaturperiode ist es noch gelungen, ein Gesetz gegen Hass und Verleumdungen im Internet zu verabschieden. Auch dieses Gesetz wurde von der Unionsfraktion initiiert. Facebook, Twitter und Co. müssen strafbare Inhalte künftig innerhalb von 24 Stunden löschen. Doch es gab auch traurige Momente in dieser Legislatur. Die Abgeordneten Hinze, Missfelder und Schockenhoff sind von uns gegangen. Die Unionsfraktion trauert um 3 bedeutende Fachpolitiker. Genauso wie um den kürzlich verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl. Er war der Kanzler, dem die deutsche Einheit gelang und der sich damit einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert hat. Helmut Kohl hat uns gezeigt, dass in heutiger Zeit ein deutscher Patriot Europäer sein muss. Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor Helmut Kohl. Und wir sind dankbar, dass wir ihn bei uns haben durften. Soweit nur ein kleiner Ausschnitt der parlamentarischen Arbeit der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Insgesamt wurden in dieser Wahlperiode 553 Gesetze verabschiedet. Für die Menschen und für Deutschland.